Einstellungen, nope, hier gibt's nichts. Hä? Ich habe Nintendo Online. Also das ist ja mehr als merkwürdig. Oh Mensch, der Professor! Ja, Stefan, du kommst wie gerufen. Diese zwielichtigen Gestalten hier geben einen ziemlichen Unsinn von sich. Das ist unerträglich. Sei so gut und bring ihnen mal ein paar Manieren bei, okay? Mensch, Herr Professor, Herr Pokémon-Professor, warum machen Sie es uns denn so schwer? Wir sind aus rein geschäftlichen Gründen hier. Hören Sie, es ist ganz einfach. Sie geben uns Ihre Forschungsergebnisse und im Gegenzug sorgen wir dafür, dass Ihrem Assistenten nichts geschieht. Los, Stefan, tun wir uns zusammen und erteilen diesen miesen Typen eine Lektion. Echt mal. Ich habe meinen Schläger hergeholt. Dieses 12-jährige Kind ist mein Schläger. Der wird euch jetzt den Arsch versohlen. Ah, Professor, so charmant wie eh und je. So, Mama auf Wumpel. Nice, sehr effektiv. Team Galaxy. Also ich würde sagen, mittlerweile sind die Pokémon wirklich so dermaßen overpowered. Glut auf Zubat. Hab mir gedacht, das sollte ausreichen, hat auch ausgereicht. So, ich will neue Pokémon sehen. Also logischerweise jetzt keine brandneuen Pokémon, die können wir hier nicht erwarten, aber wenigstens neue. Mew vs. Wade. Nice, ich drücke dir die Daumen, Mew. So wird das nichts. Zeit zum Rückzug. Diese Mission ist fehlgeschlagen. Du gewinnst 1200. Ich glaube, ich habe schon Kittys besiegt. Die hatten mir 2000 gebracht. Und diese Rüpel hier geben gerade mal 1200. Wir werden uns fürs Erste zurückziehen. So stellt Team Galactic mal wieder unter Beweis, dass ihnen das Wohl aller am Herzen liegt. Nein. Diese Rüpel. Team Galactic, schimpfen sie sich also. Was sie gesagt haben, bereitet mir Kopfzerbrechen. Pokémon scheinen bei ihrer Entwicklung eine Art Energie freizusetzen. So weit, so wahr, ja. Meiner Meinung nach handelt es sich dabei um eine geheimnisvolle Kraft, die weit außerhalb unserer Kontrolle liegt. Team Galactic scheint diese Energie jedoch zu irgendeinem Zweck nutzen zu wollen. Wie dem auch sei. Naja, Stefan, das war ein beeindruckender Kampf. Du hast wahres Talent bewiesen. Wie du Seite an Seite mit deinen Pokémon gekämpft hast. Ein sagenhafter Anblick. Mensch, man weiß Bescheid. Das hat mich wieder kribbeln lassen. Da habe ich wieder das Kribbeln gemerkt. Es war die definitiv richtige Entscheidung von mir, dir den Pokédex anzuvertrauen. Wusstest du, dass der Professor auch die Entwicklung der Pokémon erforscht? Seinen Studien zufolge stehen rund 90% aller Pokémon im Zusammenhang mit dem Phänomen der Entwicklung. Ich frage mich, ob außergewöhnliche Pokémon auch zu besonderen Entwicklungen neigen. Jedenfalls ist das umso mehr ein Grund für uns, fleißig am Pokédex zu arbeiten und so den Professor bei seiner Forschung zu unterstützen. Bam, bam. Mach's gut, Olli. Bis gleich. Was war das denn gerade? Du bist ja krass drauf. Die Typen sahen echt gefährlich aus, aber gegen dich hatten sie nicht die geringste Chance. Mir ist echt ein Stein vom Herzen gefallen. Sorry, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Also, ich heiße Lana. Und ich kümmere mich in Herzhofen um die Verwaltung der PCs. Als Dank dafür, dass du diese Trottel besiegt hast, werde ich dafür sorgen, dass du von so gut wie überall auf deine Pokémon-Boxen zugreifen kannst. Außerdem würde ich dir gerne diese Ballkapseln schenken. Du hältst einige Ballkapseln und kannst nun die Funktion Kapseldeko verwenden. Mittels Kapseldeko kannst du Ballkapseln dekorieren, indem du Sticker darauf platzierst. Bringst du die dekorierten Ballkapseln dann an den Pokébällen deiner Lieblings-Pokémon an, sind beim Wurf des Balls tolle Effekte zu sehen.
Außerdem erhöhen sich deine Siegchancen bei der Super-Wettbewerbsshow in Herzhofen, wenn du Sticker verwendest. Nur Schillers alleine hat weit gekillt. Nice. Bei mir auch. Birnhilde alleine hat ausgereicht. Die hat den so nass gemacht. Obwohl sie vom Typ Feuer ist. An der Stelle würde ich dann mal fleißig Sticker sammeln. In diesem Sinne, tschüssi! Starie benutzt Entwicklung. Meins hat sich noch nicht entwickelt. Leider. Weil ich es gar nicht mehr mit Start habe. Deswegen. Ich habe meins ausgetauscht gegen einen Zubat. Pizza! Pizza! Stellt euch mal vor, ihr sitzt in der Schule, auf Arbeit, irgendwo. Erwartet nichts und auf einmal läuft jemand an euch vorbei und macht. Pizza! Ah, das Gesicht will ich sehen. Das Gesicht will ich sehen. Vielleicht mache ich das mal. Müsst ihr mal versuchen. Einfach in der Schule, euer Banknachbar, im Büro, euer Kollege. Einfach mal hingehen und... Pizza! So ganz ohne Vorwarnung. Ganz ohne Vorwarnung. Das gibt ein Gesicht, das ist für die Götter. Sabia! Du hast auch einen Pizza. Ihr habt alle Pizza, oder? Ich meine, seit New Pokémon Snap ist Pizza auch wirklich ein echt nice Pokémon. Shell hat es nicht entwickelt. Oh. Ich glaube, auf Level 12 entwickelt sich's. Auf welchem Level ist es bei dir? Hast du nicht vorhin gemeint, alle sind bei dir schon Level 12? Oder war es Level 14, wo sich's weiterentwickelte? Normalerweise entwickeln sich Starter auf Level 16. Aber ich glaube, meiner hat sich nicht auf Level 16 weiterentwickelt, sondern schon eher. Ich werde mit einem Pokémon gewinnen. Au. Kapador. Ui. Ja, jetzt wird's interessant. Birnhilde, du bist im klaren Nachteil. Du bist vom Typ Feuer gegen ein Wasser-Pokémon. Deswegen Tempo-Hieb. Ach, Birnie. Tempo-Hieb mit Flinkklaue bringt doch nichts. Birnie hat das Unfassbare geschafft. Sie hat ein Wasser-Pokémon besiegt. 14 ist es. Komisch. Vielleicht auf Level 15? Starly, weiterkämpfen. Wieso sind die hier wieder Level 5? Also wirklich ernsthaft mal. Ich habe vorhin gegen Level 12er gekämpft und jetzt komme ich wieder in ein Gebiet zurück, wo die Level 5 sind. Ich meine, das ist ja logisch, dass das viel zu einfach ist, die hier zu plätten. Vielleicht sind es aber auch Trainer, denen man vorher schon hätte begegnen können und weil ich denen vorher nicht begegnet bin, muss ich jetzt quasi mit einem overpowerten Pokémon die kleinen Anfänger-Pokémon wegschnetzeln. Ich meine, wenn es so war, dann habe ich quasi die Stelle nicht ganz mitbekommen. Dann habe ich die Stelle verpasst, wo wir ein bisschen unterlevelt waren. In dem Sinne, dass wir einfach für den Fortschritt, den man haben könnte zu dem Zeitpunkt, nicht die Erfahrungspunkte hatten, die wir eigentlich hätten sollen. Oder hätten können, besser gesagt. Giratina setzt Knospi ein. Knospi ist einfach so süß. Hallo kleines Knospi, wie geht's dir? Kampfglut. Ein weibliches kleines Knospi. Oh, bist du putzig. Jetzt bist du nicht mehr putzig. Jetzt bist du nur noch ein Häufchen Asche. Tut mir leid. Aber so läuft es nun mal in der Welt der Pokémon. Das ist... Deine Trainerin war so doof, den Kampf anzunehmen und deswegen musste ich dich jetzt mit einem Flammenwurf... Es war ja nicht mal ein Flammenwurf, war nur eine kleine Glut. Ein Felsen? Ich sehe hier ehrlich gesagt keinen Felsen.
Oh. Wo gehen wir hin? Kapseldeko, Karte. Wir sind hier. Wir können quasi nur nach Norden gehen, nach Ewigenau. Deswegen ist es wahrscheinlich egal, wo wir hingehen. Ich würde nach rechts gehen, weil da leuchtet natürlich so ein kleines Licht. Das heißt, wir kommen hier aus der Höhle raus. Und das heißt eigentlich im Normalfall, dass wir hier irgendwelche Items erwarten können. Nö, können wir nicht. Keine Items. Nee, das sieht aus, als ob es hier ganz normal weitergeht. Deswegen gehe ich wieder zurück. Ich wollte eigentlich nur ein paar extra Items abstauben und dann den richtigen Weg weitergehen. Aber mir sieht das hier nach dem richtigen Weg aus. Von daher muss der extra Weg hier links sein. Und im Prinzip... Ah ja, schön. Hier sind einfach so viele Stellen. Felsgrab kommen, nice. Hier sind einfach so viele Stellen, wo man dann später mit Surfer nochmal weiterkommt, nochmal mehr erkunden kann. Das finde ich echt gut gemacht. PS Knospi Gras, wo du gerade gegen das Wilde kämpfst. Dann würde ich da mal hingucken, damit wir uns einen Knospi schnappen können. Kleinsteine mit Robustheit, so eklig, so dermaßen eklig. Das Schlimme ist, noch ekliger sind Georocks und Geowatts. Die haben nämlich auch Robustheit in vielen Fällen, überleben dann immer mit einem Lebenspunkt und setzen im Normalfall direkt Finale ein. Und steht dem Pokémon gegenüber und die explodieren einfach. Trainierst du auch brav Pokémon verschiedener Typen? Wenn du dich auf Pokémon eines Typs versteifst, werden dir Gegner, die diesem Typ gegenüber im Vorteil sind, das Leben schwer machen. Theoretisch ein guter Tipp von dem, wenn man jetzt noch nicht so viel Pokémon gespielt hat. Aber zum aktuellen Zeitpunkt konnten wir gar nicht nur Pokémon eines einzigen Typs stacken. Knospi! Knospi, möchtest du auch verbrutzelt werden? Ich glaube, du willst nicht verbrutzelt werden, aber deine Trainerin... Ich sag's nur ungern. Aber das ist schon int, was die da macht. Kikugi! Oh, das ist so süß. Ich will auch einen Kikugi haben. Hier, guckt euch das an. Diese kleine, süße Kirsche. Es könnte auch eine Sauerkirsche sein, aber so süß wie die ist, würde ich mal doch eher auf eine Süßkirsche tippen. Zwei Typen und das mit Shinox ermordet. Da müsstest du ungefähr an der Stelle sein, wo ich auch brennen kann. Hier ist das Level 14. Aber das ist so ätzend. Ich muss dann unbedingt mal gucken nach dem Stream, was da los ist. Ich hatte mir eigentlich schon erhofft, dass ich mit euch tauschen kann und mein Kieselchen dann weiterentwickeln kann oder mein Simsala weiterentwickeln kann. Aber sieht nicht so aus, als ob das hier funktioniert. Bam. Du hast es überlebt. Du bist ein starkes kleines Starrelli. Ich bin fast schon beeindruckt, also wirklich. So. Hast du schon gegen uns gekämpft? Nee, noch nicht. Käfer-Pokémon! Mehr Pokémon angucken! Im Prinzip, die Erfahrungspunkte sind nur ein Teil, warum ich gegen jeden einzelnen NPC kämpfe, den ich irgendwo finden kann. Ein zweiter Grund ist, man begegnet so super vielen Pokémon. Und kann dadurch seinen Pokédex deutlich schneller füllen. Stimmt, ich bekomme dann noch einen Bedroherscheinux von dir. Ha, will ich so gerne haben. Aber im Moment funktioniert bei mir das Tauschen einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt.
So. Aber Mew und Jirachi, Jirachi? Ja, Jirachi. Sollten eigentlich funktionieren. Die haben ja nichts mit Online-Funktionen zu tun. Oh, ich hoffe, ich finde sie bald. Die sind so cool. Die sind einfach so mega nice. Feinungsabel 15 Evolution. Stimmt. Oh. Da kann man das Schneider einsetzen. Das heißt, ich müsste relativ nah dann dran sein, da wo man Mew und Jirachi bekommt. Bernhilde und Shinox. So, einmal Glut auf eins von beiden und einmal Biss auf eins von beiden. Patschi, Patschi Risu. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Die überleben meine Attacken ja tatsächlich, okay. Pachirisu und Biss. Ich glaube, Pokémon Center oben für Tausch. Nee. Unten für globalen Tausch und oben für lokalen Tausch. Quasi oben gehst du hin, wenn jemand direkt neben dir sitzt und du da mit dem tauschen willst. Und unten gehst du hin, wenn du übers Internet mit jemandem tauschen willst.